Willkommen zurück zu Plague Incorporated. Wir machen weiter mit dem Hauptspiel. Und das letzte Mal haben wir die Bakterie besiegt auf mega brutal. Also folglicherweise heute der Virus. Und natürlich auch auf mega brutal. Und wir behalten einfach den Namen bei. Keinen Sinn dahinter, das zu ändern. Und hier haben wir die Strategie. Das ist genau dasselbe wie im letzten Video. Ich gehe nochmal kurz durch. Also wir brauchen Bonus-DNS. Wir brauchen den Landbonus. Wir brauchen die statischen Symptome. Die sind sehr wichtig. Wir brauchen Übertragungsmutationen. Die ist vor allem für Virus wichtig. Für alle anderen nicht so viel. Aber vor allem den Virus, der halt sehr schnell mutieren kann. Und wir brauchen die Widerstandsfähigkeit, was uns einfach in allen Gebieten einen kleinen Bonus gibt. Und wir starten einfach mal. Und dann wird das Spiel geladen. Und da sind wir, Plague Incorporated. Sehr schön. Und wir starten wieder in China. Vom Start her ist das Spiel praktisch genau gleich. Also es hat keinen wirklichen Unterschied. Und wenn man das hier mal schneller, ja, Virus-Krankheitstyp, kann sehr schnell mutieren. Deshalb sollten wir darauf achten, dass wir nicht zu viele Krankheiten vorneweg machen. Aber wir starten auch wieder mit den Arznei, mit der Resistenz 1. Und dann warten wir. Es haben sich schon über 10 Menschen infiziert, was sehr schön ist. Ja, Rekordprofite von mir aus, ist mir relativ egal. So, und jetzt haben wir genügend Punkte und wie immer, wir holen uns Vogel 1 und danach den Ausschlag. Das dauert aber noch ein bisschen, da haben wir es. Und dann holen wir uns den Ausschlag, danach das Schwitzen und danach wieder Hautläsion. Und wir haben schon die erste Übertragung mutiert, und zwar in Sekt 1. Das ist bei Viren natürlich sehr schön, da sie sehr schnell mutieren können. Da können wir auch alle von diesen Sachen hier bekommen. Und ihr seht, mit hoher Wahrscheinlichkeit werden wir am Ende vom Spiel alle von diesen Sachen hier haben. Also zumindest so gut wie alle Sachen. Und deshalb brauchen wir eben diese Übertragungsmutation, weil sie einfach ziemlich OP ist mit dem Virus zusammen. Und jetzt haben wir genug Punkte, um die Hautläsion zu bekommen. Und dann haben wir eine sehr hohe Ansteckungsgefahr für ein bisschen Schwere. Als nächstes werden wir uns hier Arzneimittelresistenz 2 anschauen und genetische Verhärtung. Die spezielle Fähigkeit bei Viren ist Viralinstabilität. Die DNS wird instabiler, was zufällige Mutationen fördert. Ist natürlich super für Symptome und Übertragung. Aber wir werden das jetzt noch nicht machen, weil sonst zu schnell gefährliche Krankheiten entstehen. Und die Menschen eben zu schnell sterben. Und dann schließen die Grenzen und dann können wir nichts mehr daran ändern. Deshalb werden wir das hier noch ein bisschen laufen lassen und uns noch nichts davon holen. Wir haben 9 Punkte und wir haben Schlafstörungssymptom mutiert. Das ist das hier. Ja, sollte nicht allzu schlimm sein. Fügt leider keinerlei Ansteckungsgefahr hinzu. Ist dafür ein bisschen an Schwere. Wir haben schon über 100.000 infiziert. Wir haben Russland. Also wir haben eins der beiden wichtigen Länder. Indien haben wir noch nicht. Aber jetzt kommen auch die ganzen Länder. Jetzt verlangsame ich auch kurz. Wassereinzugübertragung mutiert. Das ist sehr schön. Da wenn sowas kommt wie Schiffe, verwenden neues Reinigungsverfahren, dann wird das hier auf jeden Fall schon mal klappen. Und ich würde sagen, als nächstes, ja, ich würde schon gern hier Arzneimittelresistenz 2 holen. Aber irgendwie dauert es ein bisschen lange. Ach komm, wir warten einfach. Es sind 4 Punkte und da haben wir sie. Also das sollte nicht ein Problem sein. Also ist es auf jeden Fall genetische Verhärtung, weil wir sehr bald entdeckt werden. Wir haben schon fast 10 Millionen hier infiziert. Jetzt kommen die ersten Schiffe. Und wir haben schon einige Länder jetzt. Und ja, jetzt wird China langsam von der Infektion geplagt. Ich würde auch noch gern genetische Verhärtung 2 holen.
Und wir haben Mittelamerika, ja. Und Wasserzweiübertragung mutiert ist auch sehr schön. Wasserübertragung hat natürlich einmal den Vorteil, hat natürlich den Vorteil, dass Schiffe besser infiziert werden, aber auch den Vorteil, dass in feuchten Gebieten wie zum Beispiel Regenwald, also Brasilien zum Beispiel, schneller infiziert wird. Und wir wurden soeben entdeckt, wir haben China halb infiziert und die genetische Verhärtung braucht noch 3 Punkte mehr, also das haben wir auch gleich. Dann laufen wir ein bisschen schneller und damit 33 Punkte, wurden uns genetische Verhärtung 2 und als nächstes virale Instabilität, damit wir schneller infizieren können. Und jetzt holen wir uns auch gleich die zweite und dritte Stufe und dann können wir uns fast schon zurücklegen. Nur fast, weil wir eben trotzdem darauf achten müssen, dass wir die Länder infizieren können. Und jetzt infizieren wir ganz schön viele Länder auf einmal. Also hier virale Instabilität 2 und die dritte Stufe braucht nochmal einen Punkt mehr, da haben wir ihn. Und dann holen wir uns das auch. Und jetzt sollten gleich die Mutationen hereingeprasselt kommen. Da haben wir Luft-1-Übertragung mutiert. Das heißt, die können sich auch jetzt nicht mehr über Luft schützen. Und wir werden tatsächlich kaum Symptome uns holen. Höchstens hier noch Übelkeit, Erbrechen und danach Durchfall, weil das eben noch eine Menge Ansteckungsgefahr hervorbringt. Und da haben wir es. Und jetzt werden wir uns eigentlich fast nur noch hier auf die Übertragung fokussieren. Als nächstes würde ich Viehbestand machen. Und Dysenterie, Symptom mutiert, also schon eine etwas tödlichere Krankheit, könnte ein bisschen gefährlich werden. Aber sollte klappen und ich verlangsame jetzt auch einfach. Erster Todesfall in Asien und wir schalten ganz viele Länder frei. Hier Viehbestand 1 und 2 und als nächstes Vogel 2. Dann haben wir so gut wie alles geschafft, was wir brauchen. Dann haben wir es, Vogel und Viehbestand sind so die beiden wichtigsten von der Übertragung her. Und oh, schaut es euch an. Da sind so viele Länder gerade am Infizieren. Wir haben 23 Punkte und da hat sich, ja, Husten. Husten wurde mutiert. Wie weit ist die Forschung? Bei 3%. Okay, da machen wir noch nichts gegen. Wir haben Madagaskar, sehr schön. Grönland haben wir leider noch nicht. Island haben wir leider auch noch nicht. Neuseeland nicht. Und Karibik nicht. Also wir brauchen auf jeden Fall noch Karibik und Grönland. Und Südafrika bei Heilmittelforschung führend. Jetzt können wir langsam was dagegen tun. Ihr seht, wir haben 50 Punkte, eine ganze Menge. Wir wollen uns wieder zysten, Überempfindlichkeit, dann Lähmung, Koma und Wahnsinn können wir uns noch nicht holen. Aber das sollte jetzt nicht mehr allzu lang dauern. Und da haben wir auch schon 29 Punkte. Dann holen wir uns das. Und dann haben wir jetzt die drei Symptome uns geholt, die die Forschung verlangsamen. Und jetzt holen wir uns hier noch so die ersten zwei Stufen vielleicht noch. Ansonsten würde ich jetzt nicht weitermachen, weil bald wird entweder Nekrose oder vollständiges Organversagen mutiert. Und dann wird es sehr schwierig, die Krankheit noch aufzuhalten. Heißt, wir müssen möglichst bald jetzt Grönland infizieren. Und das sollte nicht mehr allzu lang dauern. Wie sieht es von der Weltbevölkerung aus? Wir haben locker mehr als die Hälfte infiziert. Heilmittelforschung ist bei 10%. Priorität ist nur bei Mittel. Also, die machen ganz schön was falsch gerade. Und so sieht der Weltverlaufgraph aus. Ja, da gab es ein kurzes Stocken. Jetzt geht es aber rapide nach oben. Und Ausbreitungsübersicht. Ja, es gibt noch einige Länder, die wir nicht haben. Vor allem Grönland und Karibik sind wichtig. Die müssen wir infizieren, sonst haben wir verloren und Karibik haben wir gerade. Das heißt, es fehlt jetzt nur noch Grönland. Fiebersymptom mutiert von mir aus. Es fehlt nur noch Grönland. Grönland. Und dann sollte es was werden. Die Schiffe bleiben leider aus. Es fährt kein Schiff nach Grönland. Bisschen schade. Entzündung mutiert von mir aus. Es fährt tatsächlich kein Schiff nach Grönland. Das ist ein bisschen schwierig jetzt. Russland ist komplett infiziert. Wir haben
Wir haben 106 Punkte und da fährt ein Schiff nach Grönland. Und wir haben Nekrose. Ah, wir haben es geschafft. Wir haben das Spiel so ziemlich durchgespielt. Heilmittel bei 25%, super. Wir holen uns noch nicht Kälteresistenz. Wir werden hier Nagetier 1 und 2 holen. Und dann starke Zoonose. Weil in Grönland gibt es halt nicht so viele Tiere. Und wir haben tatsächlich noch die Punkte. Holen wir uns Kälteresistenz 1. Dann infizieren sich eben noch mehr in Grönland. Bisschen weniger hier unten in Afrika. Aber die sind häufig kein Problem. Jetzt kommen tausende von diesen Symptomen zum Vorschein. Und ganz vergessen, Immunsuppression ist super wichtig. Deutlicher Anstieg an Mutationen. Das wollen wir jetzt. Wir sind schon ziemlich weit im Spiel drin. Deshalb mehr Infektionen, mehr Mutationen sind mehr Infektionen und mehr Tote. Und das ist immer ganz nett. Und wir haben schon fast die gesamte Weltbevölkerung infiziert. Es sind genauso viele gesund wie auch tot sind. Und die nächste Mutation, also das ist ganz einfach. Hier werden wir uns noch Blut einzuholen, damit es ein bisschen schneller geht hier unten in Afrika. Und ihr seht, wie schnell sich das alles rot färbt. Da ist noch ein weiteres Schiff in Grönland reingefahren. 40 Leute sind hier schon infiziert. Wir haben Marokko. Und Russland in Anarchie verfallen, ja, sie sind auch schon fast tot. Paranoia mutiert. DNS sind wir schon wieder bei 30 Punkten. Wir haben die halbe Weltbevölkerung umgebracht. Island hängt hier noch ein bisschen bei 2800 rum, Grönland bei 280. Dann holen wir uns hier mal starkes Bioaerosol. Und was machen wir hier? Ja, machen wir mal Niesen, Lungenödem und Lungenfibrose geht nicht mehr. Und dann nehmen wir einfach Anfälle und dann lassen wir es weiterlaufen. Jetzt auch mal wieder ein bisschen schneller. Wir haben Tumore, okay, nicht schlecht. Wir haben jetzt auch schon einen Großteil von Afrika. Diese drei Länder hier unten machen immer ein bisschen Probleme, Simbabwe, Botswana und Angola. Im Vergleich zum Rest, zum Beispiel Zentralafrika, sind ja eigentlich mehrere Länder. Diese drei Länder sind allerdings einzeln. Grönland ist infiziert, Island ist infiziert komplett. Das heißt, wahrscheinlich das größte Problem wird hier Angola sein. Und wir lassen mal ein bisschen schneller laufen. Insekt 2 mutiert. Das sieht ganz schön aus. Und wir haben hier schon 50.000, also es sollte jetzt kein Problem mehr sein. Wir haben so ziemlich gewonnen. Da haben wir schon die 1 Million. Projektivwirkung, Superkombo, Symptomkombo. Und wir haben die gesamte Menschheit infiziert, da ist auch die Nachricht. Dann gehen wir mal hier hin und holen uns erstmal Genumbildung 1. Damit die Forschung ein bisschen verlangsamt wird. Und dann holen wir uns noch innere Blutung, weil es schön noch ein bisschen tödlicher ist. Und ihr seht, wir haben nicht ganz alle Übertragungen, aber wir haben 2 von den maximalen Übertragungen bekommen. Hier noch Blut 2 und dann das andere. Aber ansonsten haben wir es schon so ziemlich geschafft. Da ist es, Blut 2. Jetzt noch starke Hämatophagie, glaube ich, so ungefähr. Aber egal, das ist jetzt so gut wie fertig. Andere Stress wird Menschheit auslöschen. Wir haben es so ziemlich geschafft und alle sind tot. Krankheitsverlauf, Ansteckungsgefahr, Schwere extrem nach oben geschossen. Tödlichkeit dann ein bisschen langsamer, aber auch. Wir hatten tatsächlich kein vollständiges Organversagen. Dafür hatten wir Nekrose. Und das sieht ziemlich gut aus. Ihr seht am Ende, ja, das ein bisschen abgeflacht wurde, fast komplett. Aber okay. Heilungsverlauf, ja, sieht super aus. Dann gehen wir mal weiter. 439 Tage, ist ziemlich gut. Ich glaube, ich hatte irgendwas mit 340 oder so als Rekord. Und da haben wir es. DNS-Sequenz komplex, Schwierigkeitsgrad mega brutal, Krankheitstyp Virus. Zeit 439 Tage, der Heilmittelfortschritt war bei 38%, Gesamtbewertung über 75.000 Punkte und 4 von den Biogefahrzeichen da. Und das war's, Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. In der nächsten Folge werden wir uns den Pilz anschauen.
Wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr mal ein Like dalassen und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss!